Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Es sind so ein paar Make-up-Neuheiten bei mir eingetroffen, die ich gerne in meinem Gesicht ausprobieren möchte. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es ist wirklich bunt gemischt, also sowohl teilweise PR-Produkte als auch Sachen, die ich mir selber bestellt habe, vor allem Sachen, die ich mir selber bestellt habe. Und ich starte mit etwas von Charlotte Tilbury. Da habe ich den Invisible UV Flawless Poreless Primer. Den hat nämlich die wundervolle Jenny vom Kanal Jenny's Highlights immer wieder in den Himmel gelobt. Und sie hat ja auch genau wie ich eine sehr trockene Haut. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn Jenny sagt, das kann was, dann probieren wir das. Und ich habe hier so ein komplettes 11-Pinsel-Set mir von Beauty Bay bestellt. Ne? Und das ist das 10 out of 10 Brush Kit. Das werden wir heute auf Herz und Nieren testen. Ich habe die Pinsel eben auch schon so ein bisschen angepackt. Das hat sich eigentlich ganz gut angefühlt. Erstmal möchte ich hier den Primer ausprobieren. Das klappt man ja so runter und dann muss man den rausdrücken. Hallo? Habe ich das falsch gemacht? Hä? Da ist bestimmt irgendwo was drüber und ich hab's. Muss es. Ja. Versuchen wir es nochmal. Oh, wie schön leicht das funktioniert. Wow, okay, also so sieht der Primer aus. Ich weiß jetzt nicht, gebe ich mir den wirklich aufs komplette Gesicht? Wie fühlst du dich denn an? Nee, nicht so silikonisch komisch. Das heißt, du bist ein Primer, du kommst aufs komplette Gesicht. Dafür hat das 11-Pinsel-Set hier auch diesen, eigentlich für den 11-Potty-Blush, ne, den Putty Primer Applicator. Und oh mein Gott, dieser Primer kühlt irgendwie gerade auf meinem Gesicht. Auch mal ganz merkwürdig, sich einen Primer mit einem Pinsel aufzutragen. Also um den Lichtschutzfaktor von 50 zu erreichen, müsste man natürlich eine viel, viel größere Menge verwenden. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Machst du jetzt irgendwie... Also ich finde ihn sehr feuchtigkeitsspendend. Sieht jetzt nicht irgendwie mattiert aus oder so, ne? Ganz interessant. Also so einen Primer mit einem Pinsel zu verteilen, ist, glaube ich, so eine Sache für sich, weil der frisst natürlich auch relativ viel Produkt, muss man wirklich so sagen. Genau, also für den Putty Primer wahrscheinlich richtig gut geeignet, weil du hier ja auch quasi diesen Spatel mit integriert hast, ne? Aber für generell würde ich es jetzt nicht unbedingt so machen. Den kann man vielleicht für so Cream-Contour oder so verwenden, ne? Habe ich gleich auch was da, also Cream-Blush. Genau, ja, süßer Pinsel, aber muss jetzt nicht sein. Flawless. Mal gucken, wie die Foundation jetzt gleich darauf wirkt, ne? Denn da habe ich auch was von der lieben Charlotte. Das war jetzt so auf Social Media nicht ganz so angesagt, um es mal so zu sagen. Viele haben gesagt, ist eher eigentlich eher ein Highlighter. Unreal Skin Sheer Glow Tint. Hydrating Foundation Stick habe ich in der Farbe 1 Fair, ne? Deswegen verwende ich das jetzt auch erstmal wie ein Foundation Stick. Ich habe das auch schon mal geswatcht, als es hier vor ein paar Tagen angekommen ist. Ich trage mir das auch wirklich großflächig auf. Ich persönlich mag ja Glowy Skin. Und auch da bietet uns das 11-Pinsel-Set diesen Ultimate Blending Pinsel. Nein, das ist keine Kooperation. Ich habe mir das einfach nur gekauft bei Beauty Bay und bin jetzt einfach mal gespannt, wie das so funktioniert. Ja, das ist schon Zinnmann, ne? Deckkrafttechnisch ist da jetzt echt nicht so super viel am Start. Und es glowt wirklich immens. Wow. Jetzt machen wir die andere Seite auch mal. Und man muss doch relativ viel Produkt nehmen, ne? Das heißt, du hast hier wie viel Gramm drin? 9. Da also hast du ruckzuck das Ding aufgebraucht. Wenn ich so an meine Fenty Foundation denke, da habe ich ja auch den Stick, ne? Brauche ich bei weitem nicht so viel, um definitiv mehr Deckkraft oder Ergebnis zu erreichen. Ja, sitzt ganz gut auf der Haut, aber dafür, dass es so eine geringe Deckkraft hat, setzt es sich dann doch relativ unschön in Fältchen ab. Also da muss man wirklich aufpassen, weil es sehr, sehr glitschig jetzt im Gesicht ist. Ich weiß nicht, meine Kamera eskaliert gerade. Ich weiß nicht, ob das auch die Kombination mit dem Primer ist. Aber ich habe jetzt wirklich, also das ist ja nicht tragbar, sage ich mal. Also da muss man schon noch was drüber geben, oder? Ich würde jetzt nicht unbedingt so rausgehen, oder? Huh, ja, also ich hatte hier jetzt auch nicht irgendwie ein Deckelchen oder so mit dabei. Das heißt, ich hoffe einfach mal, dass das Ding jetzt nicht irgendwie in 0, nichts austrocknet. Ja, dann habe ich hier noch eine Neuigkeit, genau. Und zwar sind bei Purish jetzt auch die Danessa Myricks Yummy Skin Lift and Flex Concealer eingezogen. Da habe ich jetzt hier einmal die Farbe 1 und die Farbe 2. Die Farbe 1 ist halt wirklich eher so cool toned und das ist für neutrale Häutchen gemacht. Und ich glaube, bei Purish läuft auch noch der...
Birthday Sale, ne? So dass ihr da dann quasi mit Claudies Welt 10% on top auf die Sale-Preise bekommt. Und ich habe die natürlich auch auf meine Collection-Site setzen lassen, sodass ihr da natürlich auch auf die ganzen Neuheiten 10% sparen könnt, wenn ihr meinen Code einfach eingebt und dann, ja, ne, bekommt ihr da entsprechend auch nochmal Rabatte auf die Neuheiten, was ich immer sehr cool finde. Achso, das Füßchen, ne, das zeige ich euch mal. Super leicht und filigran. Das muss ich wirklich sagen. Und auch so abgeknickt. Das ist total cool. Das folgt einfach dem aktuellen Trend, ne, den es so gibt, dass man halt jetzt weniger ist mehr bei Concealer verwendet. Und ja, jetzt mache ich erstmal ein paar Swatches. Wow, ja, da ist der Farbunterschied wirklich immens, ne? Das eine ist dann wirklich, also wow. Also, das ist Farbe 1 und das ist Farbe 2. Ich würde jetzt wirklich fast schon sagen, dass für mich persönlich auch so ein Zwischending von beiden perfekt wäre, weil ich habe ja auch einen kühlen, neutralen Unterton. Ich habe das jetzt schon bei vielen gesehen, dass sie sich quasi sowohl helle als auch dunklere Concealer auftragen. Also quasi hellen Concealer im Innenwinkel und ich glaube auch ein bisschen hier außen. Und dann einen neutraleren, dunkleren Concealer quasi mehr so hier. Ich glaube, Maxim hat das letztens mal gemacht, ne? Und den kann man halt dann auch verwenden, um dann entsprechend Unebenheiten abzudecken, was jetzt die Foundation ja auch null gemacht hat. Ich habe jetzt auch ganz, ganz wenig Produkt verwendet, einfach mal um zu gucken, wie sich das überhaupt so verhält auf dem Gesicht, ne? Und dann kommen wir wieder zu unserem e.l.f. Cosmetics Pinselset. Da habe ich den Flawless Concealer Pinsel. Damit kann ich das dann erstmal einblenden. Ja, ich muss wirklich sagen, die Kombination ist sehr, sehr gut und der ist auch schon sehr gehypt worden. Also man hört ihn, also man hört von ihm, von vielen verschiedenen YouTubern, Instagrammern, TikTokern und so weiter, weil man einfach auch bei Denissa Myricks diesen Qualitätsvermutungseffekt hat, eben dadurch, dass sie auch schon sehr, sehr on-point Produkte rausgebracht hat. Und ich merke es halt auch gerade, dadurch, dass ich das jetzt nur eben so mit dem Pinsel eingeblendet habe, das sieht wundervoll aus, also sehr, sehr schön. Und da haben wir auch super viele verschiedene Farben, also da wird man sicherlich fündig werden. Ich wollte euch nur einfach mal zeigen, zum einen diesen Hack, ne, dass man das einfach so kombiniert verwenden könnte, theoretisch. Oder halt auch, dass man die unterschiedlichen Farben hier mal im Swatch sieht. Wir haben hier auch keine mega krasse Deckkraft. Das sehe ich sowohl bei meinen Augen als auch hier bei den Partien, wo ich den nochmal on top aufgetragen habe. Aber er gibt einen Second Skin Effekt, nennt man das ja so freundlich, ne? Also quasi, er passt, also verschmilzt wirklich mit meiner Haut, dass es jetzt nicht irgendwie so aussieht, als hätte ich mir jetzt so punktuell versucht, irgendwas zu korrigieren, ne? Und das finde ich ziemlich nice. Und ich sehe auch überhaupt keine Pinselstriche oder so. Also das ist halt auch zu diesem Skin Tint, was sie ja auch bei Purish im Angebot aktuell hat. Oder generell auf dem Markt hat, ne? Die liebe Denissa. Sehr, sehr passend, weil das ist ja auch keine Full Coverage Foundation oder so. Also die beiden in Kombination 1A sieht man ja alleine schon hier von dem Verpackungsdesign her, von diesem Yummy Skin, dass es die Yummy Skin Reihe sein soll und so, ne? Dass das Ganze jetzt nicht eine Full Coverage mega krasse Deckkraft hat. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so angesagt mehr, ne? Dass man quasi sich und sein ganzes Leben abconcealed, sondern man arbeitet immer so ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, ein bisschen Color Correcting vielleicht, aber jetzt nicht 5 Millionen Schichten Make-up oder so. Ich finde, das sieht gut aus. Und würde mein Gesicht nicht aussehen, als hätte ich mit Edward dem Vampir geschmust, ne, würde das Ganze auch wirklich sehr, sehr natürlich aussehen. Tut es jetzt natürlich nicht. Ich habe hier auch von der lieben Charlotte mir diese Beautiful Skin Island Glow Lip and Cheek Geschichte gekauft in der Farbe Beach Peach Glow. Das ist dieses hier. Und ich meine, dass sie auch aktuell irgendwelche Mystery Boxen im Angebot haben müsste. Schaut mal gerne dort vorbei. Habe ich euch hier sicherlich auch in der Infobox verlinkt, so wie alles andere, was ihr hier seht. So sieht die Farbe aus. Ich finde die schon mal sehr, sehr hübsch. Es ist ein Cream Blush, ganz offensichtlich, ne? Habe ich auch in einer anderen Farbe schon da. Aber ich glaube, in einer etwas knalligeren Farbe. Ja, weil wenn ich das jetzt mal hier neben swatche, ist das wirklich sehr subtil, aber trotzdem sehr, sehr schön. Ich glaube, das kann echt gut jetzt hier funktionieren. Also die Foundation, die rutscht mir hier wirklich die ganze Zeit in die Nasenfalten rein und so. Da muss man wirklich zackig zusehen, dass man die auch gesettet bekommt. Das ist unglaublich. Egal, so weit sind wir noch nicht. Dann nehme ich mir jetzt hier auch diesen Blendepinsel, glaube ich, oder? Habe ich noch irgendwas anderes? Nö, den nehme ich. Lade den mit Produkt auf. Oha. Arbeite das erstmal in meinen Handrücken ein, weil ich erstmal gucken muss, was hier so geht. Und dann kommt es aufs Gesicht. Oh, eine schöne Farbe.
lässt sich sehr, sehr schön ausblenden. Also ganz, ganz toll. Aber den Blush mag ich. Also wie gesagt, ich habe den ja schon in einer anderen Farbe, ne? Und so gefällt der mir wirklich, wirklich, wirklich gut. Eine ganz tolle, empfehlenswerte Farbe. Beach Peach Glow. Wie gesagt, auch in der Infobox verlinkt. Dann verwende ich jetzt einfach mal einen Augengeschichten-Primer von MAC, der Paintpot in der Farbe Painterly. Den habe ich aktuell hier in meinem Schminkkit. Es war ja ursprünglich mal so gedacht von MAC, dass die das als Creme-Lidschatten rausbringen. Und die haben auch jetzt so vor einem Jahr, glaube ich, nochmal ganz, ganz viele andere Farben davon rausgebracht gehabt. Aber die meisten verwenden das einfach als Lidschattenbasis. Da war ja diese super berühmte Farbe Soft Ochre in aller Munde, auf allen Augen und so weiter. Ja, bei mir tatsächlich war das einfach gelb. Painterly passt sehr, sehr gut, weil ich kühl, neutral vom Hautunterton her bin, wie wir ja schon bei den Concealern gesehen haben. So. Mein Gesicht ist juicy, meine Lippen noch nicht ganz so. Deswegen habe ich jetzt eine Neuheit von, ja, Nabla. Eine Lippenmaske. Die haben ja schon mal diese Viper-Geschichte rausgebracht gehabt. Da habe ich immer gedacht, dass das irgendwie etwas sein würde, was irgendwie auch so einen Plumping-Effekt hat. Hat es aber nicht. Da gab es ja noch ein anderes Produkt. Das habe ich irgendwie verwechselt. Naja, jetzt gibt es das auf jeden Fall in der Coconut-Cream-Variante. Mal gucken, ob mir jetzt hier Kokosnuss gefällt. Mal schauen. Ist halt ja einfach ein sehr festes Produkt. Und aktuell ist mir sowieso meine aktuelle ist mir mehr oder weniger leer gegangen. Also da ist nicht mehr so viel drin von NYX. Die ist auch sehr, sehr gut, ne? Aber dann kann ich die mit ans Bett nehmen. Oh. Dann werde ich aber die ganze Zeit meine Lippen essen, ne? Wobei der Geschmack gar nicht so süß ist. Nee, der Duft ist so süß. Das, ne, was ich so rieche und was ich auch einatme. Aber wenn ich... Nee, das ist... wie soll man das sagen? Die Maske hat einen eigenen Effekt mit dabei, dass man sich nicht selbst die Lippen aufisst, was ich gut finde. Weil das so eine leicht geschmacksneutrale, fast schon... bittere, ne, Geschichte hat, aber jetzt nicht unangenehm. Das ist halt einfach nur so ein bisschen Selbstschutz, damit vermieden wird, dass man die selber aufisst. Das mache ich so oft bei Lippenpflegeprodukten, Leute. Das ist unglaublich. Fühlt sich sehr gut an. Und von der ersten Variante, die rausgebracht wurden, habe ich bislang die Leute immer nur schwärmen hören. Deswegen kommt die jetzt mit zu mir an mein Bett und die sieht abgesehen davon halt auch einfach total schön aus, ne? Also das Pöttchen ist hübsch, das ist leichter, als ich erwartet hätte. Ich hätte gedacht, das wäre jetzt nicht irgendwie so ein Plastik, ne? Aber es ist super leicht. Und hier haben wir halt dann auch nochmal die Viper, die Schlange quasi obendrauf. Finde ich sehr, sehr cool. Genau, die Lippen sind jetzt im Pflegemodus und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich müsste meine Nase setten und das sollte ich jetzt auch mal so langsam machen. Witzigerweise, der Concealer creased nicht wirklich, nee. Also das auf gar keinen Fall. Aber die Foundation, die rutscht und rutscht und rutscht. Das ist nicht angenehm. Deswegen werde ich jetzt ganz schnell mein Gesicht setzen. Da verwende ich die Produkte, die ich jetzt auch in meinem Schminkkit habe und auch in meinem Project Pen. Das ist einmal hier von By Terry, das Hyaluronic Hydra Powder Tinted. Und dann nehme ich mir das mit so einem Puffelding auf, arbeite das in meine Handinnenfläche und sette damit erstmal den Concealer und hier oben auch auf dem Auge, dass da nichts irgendwie weiter rumflutscht. Wobei da tatsächlich ja alles recht gut an Ort und Stelle ist, was eigentlich bei mir immer genau andersrum ist. Aber na, das funktioniert hier gerade sehr gut. Also die Concealer von Denisa Myricks finde ich jetzt auf den ersten Blick mega, mega empfehlenswert. Die werden nicht günstig sein, ne? Das sage ich schon mal so. Aber ich glaube, dass das wirklich auch Lieblinge von mir werden könnten. So, jetzt wird endlich hier mal die Nase gesettet. Meine Herren, ey. Ich habe richtig die Bewegung im Gesicht gespürt. Kennt ihr das? Wenn ihr irgendwie sowas Flutschiges im Gesicht habt und irgendwie das Gefühl habt, als würde euer Gesicht gleich irgendwie nach unten rutschen. Mensch, das war schon mal wichtig. Und jetzt habe ich hier auch ein Produkt, das habe ich in meinem Project Pen, das Too Faced Primed and Poreless Powder. Das ist aber nicht mehr verfügbar. Aber ich verwende hier den Elf Pointed Powder Brush dafür. Den hätte man sicherlich auch super verwenden können. Da ist ein Flusen dran, um damit unter den Augen zu setten. Ich nehme den jetzt für mein komplettes Gesicht, für mein normales Puder. Da muss ich ein bisschen rühren, weil das halt an den Ecken schon so sehr groß ja, gepannt ist. Und jetzt, wo ich die Foundation sette, finde ich die immer schöner. Jetzt hört mein Gesicht nämlich auch auf, sich so komisch flutschig zu fühlen. Das ist wahrscheinlich keine Foundation, wo man dann noch lange Larifari reden sollte, sondern halt direkt setten. Dann hat man auch ein gutes Gefühl. Und das Finish, also in Kombination mit dem Primer und der Foundation
Und dann noch den Blush, das sieht, und dem, also das alles, was ich jetzt im Gesicht habe, das sieht jetzt aus, als hätte ich nichts drauf, aber perfektionierter. Boah. Na, schauen wir mal, wie das Ganze sich jetzt noch weiter entwickelt. Aber wie gesagt, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und auch aus der Nähe sieht das unglaublich gut aus. Unglaublich gut. Da sieht die Haut so gesund und genährt aus, ne? Klar, so ein ganz kleines bisschen sehe ich das auch hier, dass die Foundation nach wie vor so in die Fältchen reinkriechen möchte. Aber vielleicht gibt sich das jetzt mit der Zeit. Ich bin gerade ein bisschen begeistert, ihr merkt's, ne? Dann habe ich hier auch ein Produkt aus meinem Project Pen, das ist von Guerlain, so ein Bronzer. Bronzer, auch den gibt's so nicht mehr. Aber ich habe jetzt hier den Angled Brush aus dem Pinselset, den ich dafür verwenden werde. Und trage mir den einfach ganz entspannt auf. Ja, so ein Angled Brush, ne? Der ist halt nice, aber jetzt noch nicht so ein Ultimativprodukt wie das, was ich halt jetzt so bisher an den Pinseln hatte. Die waren schon ein bisschen abgefahren als der hier jetzt. Aber der macht ein schönes Ergebnis. Da kann man sich wirklich nicht beschweren. Das sind jetzt ja auch keine super teuren Pinsel von Elftern, ne? Ich glaube, der hat eine Fehlproduktion, weil der ist nicht komplett ebenmäßig. Der hat irgendwie noch so eine Kante oder sowas mit drin. Aber ich glaube, dass das nicht so muss. Ich glaube, das kann man so sehen, ne? Okay, für die anderen Base-Produkte, die ich jetzt habe, habe ich die jeweiligen Pinsel mir auch dazu gekauft. Mal gucken, ob dazu hinhaut. Erstmal habe ich hier von, ja, das ist beides von Odin's Eye hier, ne? Einmal Soulmane 2, der Sunlight Love Blusher. Die haben jetzt ja die neue Linie rausgebracht. Die Palette davon gibt es jetzt nicht in diesem Video zu sehen, das mache ich dann in einem anderen Video. Aber ja, die Base-Produkte, die ich gekauft habe. Das ist wie gesagt einmal hier dieser Blush, der sieht so schön aus. Und ich hätte, als ich die Online-Bilder gesehen habe, nicht erwartet, dass er so massiv ist. Klar, es ist Plastik, ne? Aber es ist sehr, sehr dick. Also, keine Ahnung, was ich damit... keine Ahnung, es ist sehr, sehr dick, glaubt mir. Und ja, hier haben wir dann auch die Sonne eingraviert. Und das sieht so abgefahren aus. Es ist wirklich eher so ein kühlerer Ton. Ich habe die Farbe B105 Pink Bloom. Ist relativ fest hier drin gepresst und hier habe ich dann einen Pinkton, der aber ins Kühle geht, ne? Und sich auch ganz schön swatchen lässt. Also das ist schon ein Unterschied zu dem Cream Blush, den ich ja schon aufgetragen habe. Und dafür verwende ich den dafür vorgesehenen Blushpinsel quasi. Den habe ich mir auch von Odin's Eye gekauft. Der ist super, super weich. Also das ist, sehr viele Härchen sind hier am Start. Damit trage ich mir hier dann mal den Blush auf. Oh, das passt sehr gut auch zu allem, was ich so drauf habe. Mega schön. Und der kommt auf dem Gesicht jetzt auch nicht so dunkel und intensiv rüber, wie der hier so im Fännchen aussieht, ne? Also das ist schon sehr, sehr harmonisch. Das mag ich gerne leiden. Das ist jetzt nur dezent aufgetragen. Sicherlich ließe der sich auch noch ein bisschen aufbauen, ne? Aber ich will es jetzt wirklich nicht übertreiben, denn ich habe gleich einen Highlighter, wo ich Angst habe, dass ich übertreiben werden muss. Pinsel ist ein Traum, Leute. Das kann ich euch nur empfehlen, dass wenn ihr dort bestellt, die haben ja auch immer wieder wundervolle Kollektionen und so, ne? Schaut euch auch mal diese Base-Pinsel dazu an. Man kann immer mit dem Code, ich glaube, Angeshka oder Angeshka 10 von Angelica Nyquist drauf sparen. Genau, und dann halt, wenn da was rabattiert ist, hat man dann auch noch die Möglichkeit, was im rabattierten Modus halt zu bekommen. Und genau, da habe ich mir dann die Pinsel jetzt auch mitbestellt und ich bereue den Kauf keineswegs. Genauso wie von dem Blush nicht, der sehr, sehr, sehr schön aussieht. Okay, ich hoffe jetzt mal, dass ich mir die Base nicht ruiniere, denn ich habe mir auch aus dieser Kollektion den Moonlight Feel Highlighter bestellt. Ich habe Angst. Ich sag's, wie es ist. Denn ich habe ihn ausgepackt und geguckt, ob der halt heile ist. Ne? Ich habe die Farbe Moon Tears H107. Wunder, wunderschön. Und da haben wir halt auch den Mond drauf und nicht die Sonne. Aber Leute, von innen. Ich weiß nicht, ob das ein Overspray ist. Das werden wir gleich mal herausfinden. Zieht euch das mal rein. Oh mein Gott. Ich habe ja schon von Odin's Eye auch Highlighter mal gehabt, ne? Aber das waren andere. Das waren einfach andere. Okay, ich gucke jetzt einfach mal, wie gesagt, ob es ein Overspray ist. Ich gehe da mit meinem Finger rein. Boah, ist schon grob, ne? Gehe ich nochmal an dieselbe Stelle mit einem anderen Finger. Ich würde sagen, also das ist das erste Mal reingegangen, das ist das zweite Mal, dass wir ein leichtes Overspray drin haben. Aber jetzt nicht so ultimativ, ne? Boah, krass. Also es ist halt eher cremig mit einer eher transparenten Base.
Nee, das ist kein Overspray, Leute. Wenn man sich das mal so anguckt, ne? Oh, was ein Spiegel. Ich habe Angst. Ein kleines bisschen. Ich habe es jetzt auch schon von mehreren gehört, dass man dann am besten sich so eine Art von Highlighter einpolieren kann. Also ich habe jetzt auch dafür passend mir den Highlighter-Pinsel gekauft. Der sieht wirklich für einen Highlighter-Pinsel einfach riesig aus, ne? So, dann gehe ich hier ein bisschen rein, hab was hier drauf und dann ansetzen und einpolieren. Einpolieren, einpolieren, ein ist der grob. Ei, 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 ei. Eher was für ein Festival und weniger was für ein Alltag, glaube ich. Oh, ei. Ist besonders, sagen wir es mal so. Du bist was ganz Besonderes. Das ist halt eher so was Spezielleres, wenn man artistischere Looks machen möchte, wenn man Party-Make-up machen möchte oder so. Das ist halt nicht so mein Vibe. Ja, meine Augenbrauen mache ich mit dem Produkt, was ich aktuell aufbrauche von Eveline Cosmetics. Ist es dieser Micro Precise Brow Pencil. Komm schon, Baby, die Augenbrauen schaffst du auch noch. Nicht jetzt zu schnell leer gehen. Das war echt ein schöner Augenbrauenstift, aber er ist nun leer. Von e.l.f. habe ich hier auch was Neues und zwar ist das das Brow Elimination Gel. Ja, das ist einfach so eine ganz klassische e.l.f. Verpackung. Die Dinger hier oben nutze ich persönlich eher weniger, um ehrlich zu sein. Also das könnte man halt öffnen, auch indem man das, ich glaube, einfach abzieht. Ja, genau, dann hast du da die Dinger. Verwende ich persönlich jetzt nicht. Genau, aber hier haben wir dann, das Gel. Okay, bist du vielleicht so ein bisschen Nachbar von dem Dominik? Also wenn man viel Produkt am Spoolie hat, bekommt man logischerweise auch viel Produkt auf die Augenbraue. Das heißt, ne, da muss man dann vielleicht ein, zwei, dreimal mehr durchgehen, um das etwas besser zu verteilen. Holla die Waldfee. Okay, ja, das ist krass. Das ist wirklich krass, das Produkt. Das legt mir die Augenbrauen auch direkt so an die Stirn dran. Oh, aber es trägt Augenbrauenprodukt ab. Seht ihr das hier oben drauf? Ne? Das ist so ein kleiner Schatten. Da gucke ich mal. Ich habe hier auch noch so einen Spoolie-Pinsel aus dem Augenbrauen-Set von e.l.f. Ob ich das so weggebürstet bekomme? Schwierig. Oha, das zieht wirklich direkt an. Oh, krass. Ich persönlich würde jetzt schon sagen, dass man, wenn man den Dreh so ein bisschen raus hat, eigentlich ganz gut hinbekommt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das antrocknet. Hier musst du wirklich ein bisschen schneller mit sein und das mögen, dass das Ganze halt auch so angepresst ist quasi. Ich finde es großartig. Kommen wir zum Augenlook und da habe ich hier eine Palette. Das ist die Botanical von bei Beauty Bay, wo ich nicht wirklich weiß, warum die im Sommer gelauncht haben. Für mich ist es nämlich eher so eine kühle Herbstpalette. Aber gut, hier sehen wir einmal die Farben in den Fännchen. Ich war da eben schon mit meinen Fingern drin, um euch Swatches zu machen. Ich weiß wirklich nicht, warum man so eine Palette im Sommer rausbringt. Aber gut, wir versuchen damit jetzt einen relativ sommerlichen Look zu schminken. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Denn ich finde wirklich, dass sie halt eher so in die kühle Richtung geht. Klar, haben wir hier auch ein bisschen was Grünes und Orangenes und so mit dabei. Aber irgendwie, keine Ahnung. Mal gucken. Also keine Frage, die Töne haben sich auch super anfassen lassen beim Swatchen und ne, gewohnte geile bei Beauty Bay Qualität. Ja, jetzt nehme ich zuallererst hier den White Tapered Pinsel aus dem Pinselset und gehe in den Ton, ich glaube Seamoss, ne, das ist dieser orangene, dunkelorangene Ton. Und den setze ich mir jetzt erstmal hier vorne so rein irgendwie. Zu der Foundation möchte ich euch übrigens noch sagen, also ich habe sie eben im Sonnenuntergangslicht draußen mal im Spiegel betrachtet und die betont alles. Die betont jede einzelne Pore, jede einzelne Falte. Das ist eine Foundation, die ich wirklich empfehlen würde, wenn man perfekte Haut hat und vielleicht jetzt nicht 35 ist. Wobei da kauft man sich dann so ein Produkt, weiß ich nicht. Dann vielleicht wirklich als Highlighter-Stick. Also aus der Ferne sieht es gut aus, in der Kamera sieht es gut aus. Muss ich im Schnitt auch nochmal gucken. Aber im realen Leben, nee, würde ich das jetzt eher weniger so tragen.
Jetzt nehme ich mir den Ton Matcha auf. Das ist einfach ein Matcha-Grün. Passt auch in den Sommer, finde ich, ne? Den setze ich mir dann nach außen. Okay, dafür ist der jetzt leider viel zu hell. Viel zu hell, man sieht den ungefähr gar nicht. Schade. Vielleicht dann in Kombination mit dem Myrtle, ne? Dass ich mir die beiden quasi mehr oder weniger mische. Mal gucken. Ah, da wird es dann schnell herbstlich auf dem Auge, ne? Dann nehme ich mir einfach diesen Blendepinsel aus dem Set und den Ton. Oak, glaube ich. Ja, das ist dieser Schokobraunton. Und der kommt an den unteren Wimpernkranz. Oder bin ich ganz wild? Dann gebe ich den nach außen an den unteren Wimpernkranz. Und dann nehme ich mir diesen Linerpinsel und Eggplant. Das ist dieses Violett. Für den inneren unteren Wimpernkranz. Mal gucken. Muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass es nicht aussieht, als hätte man einen aufs Auge bekommen. Nee, das sieht nicht so gut aus. Nee. Dann muss halt der Schimmer auf dem Auge das jetzt mal kurz retten. Nix Glitterglue. Und dann nehme ich mir jetzt diesen wunderschönen Ton Waterfall auf. Das ist ja so ein Blauton gewesen. Den habt ihr auch im Swatch wahrscheinlich schon sehr intensiv gesehen. So einen ähnlichen Ton gibt es auch in anderen Paletten, die bei Beauty Bay hat. Aber den finde ich sehr, sehr nice. Den setze ich mir da einfach mal drauf. Der ist so cremig, Leute. Wahnsinn. Und der hat so einen schönen Blau-Gold-Shift. Das ist so, ja, zwei verschiedene Farben in einer. Sieht total crazy aus und irgendwie ganz schön dunkel. Ich wollte nicht so dunkel. Ich wollte doch einen Sommerlook. Ich nehme jetzt mal den Lightning auf. Das ist dieses Hellblau. Und tupfe mir den hier im inneren Drittel so ein bisschen drüber, in der Hoffnung, das ein bisschen aufhellen zu können. Aber das ist halt auch nicht so mega viel. Aber ein bisschen schon. Und dann nehme ich mir den Ton Savannah. Das ist dieser hier. Für mich ein absolutes Inner Corner Highlight. Ah, da passiert dann auch noch ein bisschen mehr Helligkeit, ne? Die Augenbrauen sind übrigens klebrig, aber sie halten. Und ja, keine Ahnung, der Look sieht jetzt einfach so aus. Ja, versuchen wir das Ganze vielleicht mit den Nabla 9 Cupid's Arrow Farben aufzuhellen. Das swatche ich euch erstmal, die Farben, die ich hier habe. Ups, die kriegt ihr übrigens auch bei Purish, wo ihr mit Claudie's Welt 10 drauf sparen könnt, ne? Wow, wie mein Arm einfach noch glitzert von den Swatches von der Palette. Also wir haben im Prinzip 6 neue Farben. Der Dragon Pop ist jetzt auch irgendwie für mich als Neuheit mit angegeben worden. Aber den hatte ich selber noch da. Wir haben 3 von den Cupid's Arrow Pop Farben neu bekommen. Das ist einmal der, ich glaube, Bubblegum, genau, der rosane Ton. Der Sky, so ein richtig schönes Himmelblautönchen. Dann habe ich hier den Sage, den finde ich richtig schön. Ich glaube, den könnte ich mir auch richtig gut gleich auf der Wasserlinie vorstellen. Dann haben wir von den normalen Cupid's Arrows auch noch den Nummer 12 Khaki jetzt bekommen. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Ton, den ich mir auch zu meinen Augen ganz gut als Eyeliner ganz so vorstellen könnte oder als Lidschattenbasis sind diese Stifte auch immer richtig toll. Und dann haben wir 2 Töne, die auf den ersten Blick, wenn man sich die Stifte anguckt, relativ ähnlich sind, aber von den Swatches sehr, sehr unterschiedlich, finde ich. Das ist einmal Mauve, der ist halt eher in die wärmere Richtung und dann den Pekan, der ist halt auch in diese, ja, Pekannuss, ne? Also in diese nussige, aber auch gleichzeitig irgendwie schokoladige Richtung. Und die lassen sich einfach so schön auftragen. Und wenn die eine Weile auf der Haut sind, dann setten die sich auch ganz gut, sodass man da jetzt auch nicht so, ne, mega verrutschen. Also, dass die verwischen halt nicht. Und ich gehe doll drüber. Also, das ist schon krass. Also, ich muss jetzt erstmal versuchen, die abzukriegen. So, was habe ich gesagt? Ich möchte gerne den Sage in meinen in meine Wasserlinie geben. Das ist wirklich ein schöner Ton, so ein hellgrün, der vielleicht alles hier noch ein bisschen heller machen könnte. Ich finde, das kitzelt immer so sehr, ne? Oh. Das Gute bei den Cupid's Arrows ist, dass es auch wirklich lange dann auf der Wasserlinie hält. Das heißt, die Mühe lohnt sich. So, und dann versuche ich mir mal so ein bisschen. Mache ich einen Mix oder mache ich eine Farbe als Eyeliner? Mal gucken. Also ich, wisst ihr, was ich mache? Hm? Nicht zu viele Ideen, Claudi. Du hast schon so viel auf dem Auge. Ja, ich nehme jetzt den Khaki als Eyeliner. Ja, so ein kleiner Mini-Eyeliner. Einfach, um noch ein bisschen mehr Aufregung mit reinzubringen. Ist eigentlich ganz süß.
Ich glaube, so ein ganz kleines bisschen von dem Pekan mische ich mir quasi außen noch mit rein. Joa, ne? Aber da siehst du nicht viel von. Also das hätte ich mir jetzt auch einfach sparen können. Egal, so sieht auf jeden Fall dann der Lidschatten- und Liner-Look aus. Ich finde es ein bisschen überladen, bin ich ehrlich. Und es ist definitiv kein Sommerlook. Ich glaube, bei der Botanic-Palette kann man sich besser dann auf 1, 2 Töne fokussieren, die man dann verwendet. So einen richtig vielfältigen, bunten Look damit zu schminken, ist, glaube ich, ein bisschen zu viel erwartet. Was ich sehr, sehr schade finde, denn normalerweise funktioniert das echt klasse mit den Beauty Bay Paletten. Ja, und es ist für mich wirklich eher so eine Herbstpalette. Aber gut, sie ist jetzt im Sommer da und es wurde im Sommer verwendet. Läuft. Jetzt wird das Gesicht erstmal gesettet, denn ich habe eine ganz coole neue Mascara, hoffe ich. Und zum Verteilen des Setting Sprays verwende ich das Schwämmchen, was auch in diesem Elf Set mit drin ist. Ganz abgefahren, weil das hat hier unten auch noch so eine richtige Silikonseite. Ne? Also damit kann man sicherlich halt auch Foundation und sowas ganz gut verteilen, aber halt nicht unbedingt einarbeiten. Die Wimpern werden selbstverständlich gebogen und ich hatte die Nabla Vicious Mascara schon in der regulären schwarzen Umverpackung mit diesem wunderschönen Panther. Dann gab es eine Sonderedition in Gold und jetzt gibt es die Waterproof-Variante in Blau. Ich finde sie wunderschön. Muss ich wirklich sagen, aber ich hasse wasserfeste Mascara. Ich schreibe euch hier mal rein, ne, wie ich die abschminken konnte. Ob das ein Pain war oder ob das reibungslos im Double Cleansing funktioniert hat. Ich hoffe, dass es gut funktioniert. Ja, so schaut sie aus. Ne? Wir haben hier unseren wunderschönen Panther in einem extrem schönen Babyblau. Funkelnde goldene Augen. Wir haben es normalerweise ja in Rot bei der originalen Variante. Das Bürstchen sieht tatsächlich ein bisschen anders aus. Also normalerweise ist es ja auch so klein, aber es ist halt so gebogen. Das hier ist jetzt stur gerade. Ich bin sehr, sehr gespannt. Sieht sehr vielversprechend aus. Ich hoffe, dass sie einfach quasi die Mascara nochmal perfektioniert haben, damit sie sich nicht erst noch eingrooven muss, sondern dass sie halt direkt wawawum wird. Ich hoffe, es funktioniert. Mal gucken. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ich bin mir sehr sicher, dass Leute, die die reguläre Nabla Vicious Mascara aufgrund von zu viel Produkt am Bürstchen gegebenenfalls nicht so gerne mochten, diese hier sehr gerne mögen werden. Denn sie kommt mit sehr wenig Produkt am Bürstchen daher und das Ergebnis ist getrennt, ist verlängert, man hat auch Volumen. Aber mir hätte es gefallen, wenn die halt wirklich die Nabla Vicious Mascara, die die vorher hatten, genommen hätten, ne, und die dann wasserfest gemacht hätten, weil das ist für mich eine ganz andere Mascara. Auch wenn das Packaging gleich ist, ist das Bürstchen anders, das Ergebnis ist ein anderes. Also ich habe hier wirklich, ich habe dadurch, dass ich halt schichten musste, ne, sind dann auch so ein bisschen die Wimpern verklebter oder so, das habt ihr ja gerade gesehen. Das sieht man aber nur, wenn man so nah rangeht. Und sie macht einen schönen Augenaufschlag und so, aber ich persönlich bleibe einfach von Herzen gerne und viel, viel lieber bei der klassischen Nabla Vicious, auch wenn die hier mir gefällt. Ich bin mal gespannt, wie gesagt, wie sie sich abschminken lässt. Natürlich, wenn ich einen dezenteren Augenlook gehabt hätte, hätte Fahrradkette, würde die jetzt auch viel, viel mehr zur Geltung kommen. Ich bin aber nicht so geflasht von ihr wie von ihrer Schwester, um es mal so zu sagen. Jetzt so aus der Entfernung sieht das Ganze auch relativ harmonisch aus. Ja, ich bin heute sehr brav mit meinem Oberteil unterwegs, das stimmt wohl. naja, wir gucken jetzt mal, was die Lippen jetzt noch so ein bisschen rausreißen können. Da habe ich hier den Lifter Liner von Maybelline in der Farbnuance 06 mir gekauft. Der ist bei Beauty Bay verfügbar und ich habe den auch gestern schon getragen und fand den sehr, sehr schön. Ich finde den schon sehr vergleichbar mit, also von der Qualität, von der Haltbarkeit her auch, ne, mit den Nabla Lip Linern. Und die sind ja richtig absolut geil. Also der ist wirklich schön, hat aber auch so einen Schlag ins Pinke. Passt aber, glaube ich, auch ganz gut zu dem kühlen Blush und dem kühlen Look. Mal gucken, wie das jetzt auch mit dem Gloss funktioniert. Denn, Leute, ich war bei Nutino shoppen und da habe ich dieses Ding gesehen. Wie abgefahren sieht das bitte aus, ne? Ja, das ist von Essence, so ein Juicy Bomb Shiny Lip Gloss.
Pineapple Paradise. Da sind auch wohl Sparkles drin und hier oben haben wir eine Ananas. Übrigens, die Lippenmaske von Nabla ist ganz gut eingezogen und hat die Lippen sehr, sehr schön vorbereitet. Und ich musste die jetzt nicht noch irgendwie zusätzlich abnehmen oder so. Richtig, also allein diese Verpackung, das ist jetzt ja auch wirklich nicht teuer, ne? Genau, also den setze ich mir jetzt mal drüber. Schmeckt auch ein bisschen nach Ananas. Und hat ganz leichte Sparkles drin. Also das ist jetzt nicht super aufdringlich oder so, ne? Finde ich einfach schön und tragbar. Das mag ich wohl ganz gerne leiden. Und es passt jetzt auch zu dem, dass ich gerne eigentlich einen Sommerlook geschminkt hätte. Der Augenlook hat mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Hier immer so ein bisschen sauber machen, ne? Wenn ihr da ja auch quasi über euren Lipliner und so weiter gegangen seid, damit man das dann auch richtig schön hygienisch noch weiterverwenden kann. Und ich habe es gerade erst am Handtuch sauber gemacht und bin damit durch Glitzer gegangen. Ganz tolle Idee von mir. Von Sol de Janeiro habe ich mir jetzt auch dieses Cheriosa oder Cherosa 62 gekauft. Genau, das ist einmal dieses Eau de Parfum. Das gibt es halt auch bei Notino. Das gibt es bei Look Fantastic und genau, das habe ich mir jetzt in der kleinen Variante gekauft. Das ist mit Salted Caramel, also gesalzenes Karamell, Pistazie, Jasminblätter und Vanille. Ne? Also wir kennen ja wahrscheinlich das Body Spray schon so ein bisschen oder halt auch die Bum Bum Cream. Und das hier ist dann quasi das Parfum dazu, also dass man halt wirklich auch langanhaltend diesen Duft hat. Wobei ich persönlich auch finde, dass du riechst, dass es ein Parfum sein soll und kein Body Spray. Und ich mag es, also hier kommt auch meiner Meinung nach, ganz persönliche Meinung, die Pistaziennote ein bisschen mehr raus als bei dem Body Spray. Und es riecht unglaublich gut. Und jetzt kommt gerade diese gesalzene Karamellgeschichte. Oh, also zum Anbeißen, das ist ein richtiger gourmandiger Duft. Ja, gourmandig heißt nämlich, dass man vernascht wird oder wie auch immer. Oder das ist quasi zum, also dass es so riecht, als würde man jemanden, also als würde man Hunger kriegen. Nicht als würde jemand, nein, nicht als würde man jemanden essen wollen. Es riecht halt wirklich sehr, sehr, ne? Also ich mag es sehr gerne. Ich finde es auch ein sehr anziehender Duft. Ich mag den auch gerne an anderen Leuten und trage ihn auch gerne an mir, weil ich das dann an mir auch gerne rieche so. Also ja, abgefahrener Look. Also definitiv mein persönlicher absoluter Gewinner von diesem Look ist auf jeden Fall der Concealer. Den finde ich am allerbesten von allem, was ich halt heute so ausgetestet habe neu. Also da lohnt sich am allermeisten die Investition, würde ich mal so sagen, weil das ist halt nicht günstig. Wohingegen das hier und das hier jetzt am Ende sehr, sehr günstig, aber sehr, sehr gut ist. Ne? Also da muss man halt einfach mal selber gucken. Ich mache ja auch immer diese Videos, dass ihr dann für euch einfach entscheiden könnt, was passt zu euch am besten. Schmeißt euer Geld nicht zum Fenster raus, guckt euch vorher Reviews an, ne? Holt euch ein paar Meinungen und ja, schaut euch das einfach mal so an, dass ihr dann entscheiden könnt, ob das was für euch ist. Sofern ich für die jeweiligen Produkte auch irgendwelche Affiliate-Links oder Codes habe, ist das alles in der Infobox nochmal verlinkt. Und ja, dann wäre es das hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!